Wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen mal wieder zurück in meinem Studio und zu einer neuen Folge Skibidi die Toilette. Der Main Character ist wieder am Start. Und damit meine ich mich. Ey, Freunde, ganz kurz. Ich habe letzte Folge so schlimm aufgenommen. Und das war mit Abstand einer der besten Videos dieses Jahr. Ist einfach gottlos. Erstmal danke für euren Support. Ich verlose PlayStation 5 über Instagram. Folgt mir auf Instagram rein. Wenn nicht, fragt eure Eltern. Ich liefer die persönlich aus und bring sie zu euch. Eine PlayStation 5 kostenlos. Eine wird verlost, ich komme persönlich vorbei und jetzt gehen wir mal ins Video rein. Ich bin sehr gespannt, denn heute muss in Skibidi Toilette einiges passieren. Und ich meine so einiges, denn die letzte Folge war heftig. Let's go. Was geht hier ab? Oh, der Cameraman ist am Laufen. Alter! Bruder! Der Typ ist rolling. Aha. Wer ist das? Yo! Der erinnert mich an irgendjemanden. Was ist das hier? Bro, was ist denn das? Diggi! Alter, da waren ja gerade so viele Sachen drin, über die wir reden müssen, Leute. Holy moly, was ist das bitte für eine Folge gewesen? Man merkt auf jeden Fall, dass The Fuck Boom immer krasser wird von Folge zu Folge. Also was da mittlerweile drin ist, heftig. Okay, ganz kurz. Es gibt eine neue Skibidi Toilette. Ich habe ein bisschen was im Hintergrund gesehen. Ich habe die neue Speaker-Dame gesehen. Da können wir da auch mal drüber reden. Ich habe noch so einige andere Dinge gesehen, die es so noch nicht bisher gegeben hat. Also in der Folge ist sehr viel Gesprächsstoff und ich freue mich auch schon, mit euch reinzugehen und vor allem natürlich nachher die Reverse-Action zu machen. Wenn wir sagen, let's go. Leute, erstmal, was ist hier eigentlich mit dem Kameramann passiert? Seine Hand wurde wahrscheinlich abgesegnet. Okay. Das hier schon mal sehr interessant. Komplett neuer Skibidi Toilette Gegner. Also es ist so ein... Ja, Bruder, ich see him rolling. Ich sag euch, wie es ist. Der ist aber direkt baden gegangen. Was haben wir denn hier? Ich zoome mal ein bisschen ran. Und wie man sehen kann, ist da hinten... The Fuck Boom. Was, Leute, was macht der da in diesem Gebäude? Wir haben hier unser erstes Secret in dem Video gefunden und er ist wieder da. Er sieht so aus, als würde er so ein bisschen hinter dem Stein rausgucken, diesen machen. Was geht, Bro? Alles cool da, Mann? Was geht? Weißt du, und wieder versuchen, so ein bisschen zu schauen, was hier gerade passiert. Das Einzige, was mich immer fragt, warum spannert der Typ so viel? Der guckt da die ganze Zeit, was die Leute so machen. Und nie hört man was von denen, nie mischt er sich ein. Oder sagt der vielleicht, oder hält der so ein bisschen die Fäden in der Hand, dass er immer guckt, dass die richtigen Gegner auf die richtigen Gegner treffen. Zum Beispiel beim Speakerman eben auch TV-Woman kommt und ihn dann befreit. Er hat das vielleicht gesehen. Man weiß es nicht. Es ist eine Menge möglich. Schreibt mal bitte gerne eure Meinung in die Kommentare, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was der hier für eine Rolle spielen könnte. Wenn wir weiterschauen, sehen wir einen neuen Skibidi Toilette Boss. Das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, denn das erste Mal kann der die Technik von einem TV-Man umsetzen. Und das hier, Leute, ist vielleicht auch für euch sehr interessant. Es handelt sich hierbei um einen YouTuber, der heißt Pinguins0. Der YouTuber gibt seine Meinung in Videos bekannt und er hat doch irgendwie eine Mischung aus einem anderen Charakter, finde ich. Ich komme nur nicht auf den Namen. Also diese Brille zum Beispiel, das ist so ein bisschen, sag ich mal, komisch. Wir schauen uns mal hier seine Raketen an. Also zwei fette Rockets, dann hat er diese, da unten, diese Scheinwerfer, die erinnern so ein bisschen an den Super-TV-Man, der mit den 6 Fernsehern, wisst ihr, der so richtig laut, richtig hell geleuchtet hat. So einer ist das und den müssen die jetzt erstmal irgendwie aufhalten. Und was ist das hier? Diese Speaker-Woman, mega cool. Ich weiß nicht warum, Leute, aber
TV-Woman war krass, Camera-Woman war krass und jetzt haben wir die Speaker-Woman. Und ihr müsst euch mal überlegen, immer sind die Mädels einfach die krasseren in Skibidi-Toilet. Die Mädels sind viel, viel stärker als die männlichen Gefährten. Gut, wenn es die gibt. Wenn es die gibt. Das muss man natürlich auch sagen. Aber beim Titan, also der Titan TV-Man ist mit Abstand deutlich stärker als alles, was wir gesehen haben. Und der Titan Cameraman natürlich erst recht. Hier, sie provoziert noch so und sagt so, hey Mann, richtig krass gemacht. Da geht die Rakete direkt zurück. Und hier, geiler Skill, die Messer in die Box. Und die schießt sie jetzt halt mit der Akustik rein. Das hier finde ich ein bisschen heftig, dieser Schrei, ne? Ist schon gruselig. Und instant runtergespült. Alter, was für ein geiler Auftritt. Oh, was haben wir denn da oben? Aha, guckt euch mal das genau an. Wir haben hier ein Flugzeug, eine Titan Speaker Box. Was könnte das bedeuten? Und Speakerman Speaker. Dahinter ist noch was. Ein Kran? Nee. Hier oben sieht man es doch mal in der kompletten Auflösung. Sehr, sehr, sehr heftig. Da oben irgendwie was Neues. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt ja, der Kampf vorbereitet wird mit dem Skibidi Toilet Boss, oder? Sie guckt rüber. Die Leute fangen an zu tanzen. Die landen hier und so weiter. Der große Speakerman, Digga, ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie tanzen sehen, oder Leute? Wir gucken noch mal so ein bisschen in den Hintergrund. Ich sehe nichts so weit. Okay. Ich habe überlegt, Leute, ich habe echt überlegt, ob ich mal ein Video machen soll, wo ich auch so am Tanzen bin die ganze Zeit. Aber halt an verschiedenen Orten. Wenn ihr sowas feiern würdet, Hashtag Tanz in die Kommentare. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Reverse Roll ein. Also wir werden das Ganze nochmal umdrehen und dann gucken wir mal, was wir da noch so rausfinden. Alright, eine grüne Ampel ist hier, Leute. Okay, ich weiß nicht. Die tut wahrscheinlich eher weniger was zur Sache. Gucken wir mal. Die heben wieder ab. Yo! Der Typ, Alter, das sieht so komisch aus. Ein richtiger Schmierfilm ist das. Als ob er die Messer in die Box reingeschossen hätte. Mega lustig. Ich habe die ganze Zeit Augen so ein bisschen auf das Gebäude, weil ich hoffe, der fuck boom oder so. Es könnte da noch was passieren. Okay, das Geräusch hörte sich jetzt nicht sonderlich anders an. Warte mal ganz kurz. Ich will einmal in die Road hier reingucken. Okay, wir sehen soweit nichts. Na klar, die Stadt ist zerstört. Okay, ja. Aber das ist ja mittlerweile auch nichts Neues mehr, ne? So krass, wie der Krieg da mittlerweile läuft. Das hier auch sehr interessant. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine Skibidi Toilet jemals schon gegeben hat mit Reifen. Aber man sieht, hier tut sich was. Hier entwickelt sich gerade was. Klar, die können halt mittlerweile, die können natürlich auch fliegen. Aber mir fällt jetzt spontan keine Skibidi Toilet ein, die irgendwie so Reifen hatte, was die kleineren Skibidi Toilets anbelangt. Es sieht so aus, als würden die kleineren Skibidi Toilets mittlerweile auch mächtig aufrüsten, was ein Problem sein könnte. Wie man sieht. Warte mal ganz kurz, die Ampel läuft noch so ein bisschen. Das ist ja richtig dumm. Der Arme! Bro, guck an, wie er weggerippt wird. Hier sieht man es doch. Bom! Okay, Leute, das ist irgendwie ziemlich lustig, wenn ich das mache. F an den Kameramann in die Kommentare. Okay. Ja gut, das ist wahrscheinlich erstmal alles. Wir gehen aber nochmal ganz kurz zurück zu... The Fuck... Okay, nee, er ist auch wirklich nur ganz kurz da. Ja gut, Leute, das war eine sehr, sehr interessante Folge. Top natürlich nicht die letzte. Ich bin gespannt, was das zu bedeuten hat für die Story auch mit der Boss-Toilette. Was haben wir hier? Show me. Der Cameraman ist am Start. Die Skibidi Toilets haben sich versammelt. Reden die gerade miteinander? Bro, was geht denn hier ab?
Was läuft denn da? Ich hab's euch gesagt! Ich hab's gesagt, der Typ nimmt alles auseinander! Ich wusste es! Ich wusste es! Guck dir den an! Es gibt eine Secret Message! Bro, was ist das für eine Folge? Let's smash him! Okay, Diggi, ihr wisst ja, wie es ist. Ich guck mir das Ding erstmal komplett an, ohne da jetzt groß irgendwie ein Fass aufzumachen. Ihr habt das gerade gesehen, was ich gesehen habe, oder? Die Skibidi Toilet war dabei, getötet zu werden von ihren eigenen Leuten. Digga, ich dachte, ich guck nicht richtig. Und ich habe zu euch gesagt, dass die Wissenschaftler-Toilette die stärkste ist. Ich hab's damals gesagt, guckt euch an, Digga, wie groß ist die mittlerweile? Gottlos! Wäre die nicht da gewesen? Wer wäre der neue Chef gewesen? Wäre die Skibidi Toilet hops gegangen? Und natürlich auch, dass die, das TV-Man einfach die jetzt beobachtet hat. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt mal rein, ich analysiere das jetzt mal ein bisschen konkreter und dann werden wir uns natürlich das ganze Ding reversed angucken. Ich bin sehr gespannt. Oh, wow, 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 ja, was haben wir denn da? Warte mal ganz kurz. Wir haben hier so ein Lagerhaus. Die Skibidi Toilet ist sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, was er hier für einer ist. Wirklich, bei Gott nicht. Wer ist das, Digga? Was ist das für ein Typ? Wir haben ihn schon gesehen, ja. Aber wie kommt er dazu, mit der Skibidi Toilet so zu reden erstmal, ne? Ist das ein Verräter, Mann? Man sieht hier, das erste Mal, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Skibidi-Boss-Toilette Angst hat. Also wirklich traurig ist. So, die reden ja miteinander und ich nehme das so ein bisschen aus der Mimik raus, dass er sagt, was? Ist das wirklich passiert? Einfach entmachtet. Und guckt euch das an, wie auf einmal diese Maschine ihn eigentlich umbringen will. Ihr seht's, oder? Eigentlich ist das der Tod. Er kommt von hinten an, das ist ein Hinterhalt. Und da kommt die Wissenschaftler-Toilette. Und da will ich eins mal sagen, Leute. Im Leben das Wichtigste ist Loyalität. Es gibt immer, egal, also ich will nicht sagen, dass es gibt, die Boss-Toilette cool ist, aber es gibt immer irgendeinen, ja, der deinen Arsch retten kann, wenn du irgendwo bist und der deinen Arsch aber auch verkaufen könnte. Ist einfach so. Loyalität ist das Allerwichtigste. Egal, ob man Kollege blöd ist, mal für 3 Wochen oder so oder sonst was. Man zählt die Geheimnisse nicht weiter. Man hilft in der Freundschaft und so weiter und so fort. Und da seht ihr hier, ohne den Typen wäre der geliefert. Feierabend gewesen. Guckt ihr das an. Da freut er sich, ne? Dass auch mein Gesichtsausdruck, wenn ich weiß, Digga, meine Bres, ne? Oder meine Frau ist loyal. Ganz ehrlich. Maschine. Bro, guck dir diese Maschine mal an. Der, was hat er da alles für Upgrades? Toilette. Speaker. Ich weiß nicht, ist das hier eine Spinne oder so? Also, nee, das sind einfach nur so Roboterarme, ne? Was ist das da oben? Boah, das könnte ein kranker Fight zwischen Speakerman Titan, Titan Cameraman werden, weiß man noch nicht. Bro! Die haben sich den Daumen gezeigt! F für die Cameramans! Die Nachricht werden wir uns auf jeden Fall noch einziehen. Was geht hier ab? Warte mal ganz kurz. Habe ich irgendein Secret verpasst? Lass mich einmal ein bisschen hier durchs Bild schauen. Wir gucken mal ganz langsam hin. Warte mal ganz kurz! Das ist doch das... Echt, warte mal. Ich dachte, das wäre Titan TV Man. Bro, kannst du dir nicht ausdenken? Ich habe das völlig vercheckt, Freunde. Aber ist er nicht. Ist er nicht. Nein, natürlich nicht. Er ist doch nicht da. Sie wissen aber, was zu tun ist. Die Helikopter warten. Es wird jetzt gesmashed. Aber wo guckt er hin? Irgendjemand kam gerade zu denen. Schauen wir das Ganze nochmal rückwärts an. Oh yeah. Was sagt der TV-Man?
Oh, das wird tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich muss jetzt einmal gucken, dass ich das ganze Ding hier so ein bisschen aufbereite und dann hören wir uns das nochmal an. Ich habe das jetzt mal getrennt voneinander, dass wir immer wieder hören können. This have to pay, das muss bezahlt werden, nochmal. This have to pay response. This have to pay respect. Drück F, um Respekt zu zahlen? Warte mal ganz kurz. Tatsächlich, Leute, alle Hashtag F in die Kommentare, um den Respekt zu zahlen. Ihr wisst, wie es ist. Und bitte nicht nur Hashtag F, sonst kriege ich vielleicht Stress mit YouTube. Schreibt noch irgendwie was Cooles dazu. Würde ich mich freuen. Aber was ist das denn für eine unglaubliche Folge? Und wofür sollen wir denn eigentlich Respekt bezahlen? Dafür, dass jetzt die Skibidi Toilette hier vernichtet wird? Mal sehen, wie das Ganze in Reverse ausschaut. Das sind die Verrätertoiletten, ne? Gottlos! Crazy! Irgendwie ergibt das halbwegs immer auch einen Sinn, wenn man Skibidi Toilette Reverse abspielt. Ich check auch gar nicht warum, aber ja. Ich habe trotzdem keine Secrets gefunden in dem Reverse, außer natürlich die Secret Message. Ihr könnt natürlich auch nochmal in die Kommentare schreiben, falls ihr meint, das ist was anderes. Es war eine sehr, sehr krasse Folge. Rückblickend betrachtet muss man sagen, die Camera Titan und Speaker Titan, also eigentlich generell, die bereiten sich auf einen fetten Clash vor. Richtig miesen Stress. Und die Skibidi Toilette wurde fast getötet, also die Skibidi Boss Toilette. Eigentlich, Leute, ist es doch bald zu Ende. Ganz ehrlich, da kann doch nicht mehr viel kommen. Erwartet uns in der nächsten Folge möglicherweise das Finale? Kann man nicht sagen. Was haben wir hier? Yo, wer ist er denn? Er wollte gerade einen Cameraman fressen. Junge, was ist das? Alter, was ist das denn? Ja! Let's go! Bam! Der Speakerman fetzt 3, Digga. Und das war's mit der Toilette. Und da kommt der Caravan Titan und schiebt das Klo mal ganz woanders hin. Digi! Ja! Let's go! Die beiden, die Junge, die zerstören alles. Guck's dir an! Die Speakermans! Sie übernehmen wieder die Stadt! Yes! Jetzt ist Feierabend. Die Skibidi Toilets kommen langsam zu ihrem Ende. Ja! Junge, ich bin heiser fast. Ich glaube, ich werde krank. Digga, war das ein geiles Video. Okay, wir gehen rein in die Analyse. Ihr wisst, wie es ist. Und let's go. Was haben wir hier? Wir haben da hinten irgendwie Leute laufen sehen. Okay, da sind noch die Skibidi Toilet. Junge, was ist das eigentlich für ein Hals? Bruder, runterspülen hier. Wir gucken mal da hinten. Ist das ein riesiger Kameramann? Ja, sieht so aus, ne? Bro, alles cool. Aber, ey, was ist das denn hier? Guck dir den mal an. Der sieht aus, als hätte er irgendwie so eine Boxhaube auf oder so. Und, ja, lasert halt überall durch, ne? Aber was sind das hier unten für Füße, mal ganz ehrlich? Guck dir mal diese Dinger an. Hinten sehe ich erstmal nichts, sein Auge. Ja, das ist wohl das Auge, dass man genau weiß, man ist ins Rib. Junge! Yo, habt ihr den Move gerade gesehen? Wir gehen aber kurz zurück. Er nimmt ihn und reißt ihn, glaube ich, was runter. Ja, er hat ihm eine Bazooka abgerissen, smackt ihn die andere Bazooka ab und gibt ihn so einen Headshot, Bruder. Feierabend, der ist so weg. Und da hinten kommt noch so ein Skibidi Toilet, die er mitnimmt und dann surft er nämlich auf der. Das habe ich gar nicht so richtig gesehen. Was ist das denn da drin gewesen? Eine Bombe? Oha! Junge, wie cool ist das denn? Ey, Bro! Einfach geiles Video, ne? Und hier sieht man ganz kurz, die Speakermen kehren jetzt zurück. Was heißt das?
Ich glaube, Leute, Skibidi Toilet ist bald zu Ende. Warum? Weil die, also Speakerman und Titan Cameraman sind jetzt sozusagen vereint, kämpfen jetzt mit vereinten Kräften und naja, jetzt haben die Skibidi Toilets einfach keine Chance mehr. Und was bedeutet das? Die Speakermen, so wie ihr hier seht, die erobern jetzt die Stadt zurück. Und dann, ich weiß nicht, was der hier oben macht, aber hier ist schon wieder einer am Tanzen, wird Skibidi Toilet verdrängt. Überall kommen sie her. Und da tanzt schon wieder so einer, ne? Digga, wie cool. Alter, nee. Aber das ist das Krasseste. Sie sind vereint. Yes. Bro, kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ist eins der coolsten Bilder, die ich in Skibidi Toilet gesehen habe. Junge, zu krass. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in Reverse an, Leute. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ja, bei dem Flieger oben, ich habe hier gedacht, hier will irgendwie was, aber ansonsten, was ist das hier unten? Seht ihr den da? Ist das eine Statue? Er bewegt sich nicht. Eine Frage stelle ich mir natürlich, was ist mit The Fuck Boom? Wo ist dieser komische Charakter, der da oben auf dem Roof stand und immer wieder aufgetaucht ist? Wir sehen ihn hier zumindest nicht, aber naja, er ist jetzt ja auch erstmal nicht ganz so wichtig, ne? Junge, guck, krass. Keine Secrets weit und breit. Was ist das hier? Okay, das ist vielleicht ein Toter oder was? Oh no. Warte mal ganz kurz. Hier tanzt natürlich noch einer. Ist es Camera Woman? Konnte man sehr schlecht sehen. Was geht hier ab? Erstmal ist cool. Junge, er sieht aber auch böse aus, ne? Blau und Rot, Leute, die Komplementärfarben von Gut und Böse. Echt so. Ah, der hatte zwei Bazookas da oben drauf. Und was hat er ihn da, was hat er ihn da reingesteckt? Ein Schwert oder so? Das sieht aus, Mann. Als würden die Skibidi Toilets wiederbeleben. Ich sag euch ehrlich. Oder ist so am Wegfliegen. Hier ist auf einmal alles ruhig, ne? Kranke Laser. Digga, schon ein bisschen erschreckend. Wir gucken mal hier hinter im Hintergrund. Konnte man es auch schlecht erkennen. Puh. Okay, Leute. Das war ein relativ kurzes Short, muss man sagen. Jetzt ist allerdings die Frage, was machen wir daraus? Ich habe ja schon so ein paar Worte dazu verloren, aber wenn ihr mich fragen würdet, ich glaube, also so wie sich Skibidi Toilet aktuell entwickelt, kann es vielleicht maximal noch 5 Folgen geben. Ich meine, was soll noch passieren? Gut, der TV-Man könnte wieder zurückkehren. Das ist auch ein Charakter, also TV-Titan meine ich, ne? Der wurde ja verletzt an seinem Bildschirm. Weiß man aber nicht, wo der jetzt ist und ob der überhaupt noch eine Rolle spielen sollte. Vielleicht bei dem Kampf gegen die Boss-Toilette, die dann in wenigen Folgen passieren könnte. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da, wenn ja. Danke, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ein dickes Küsschen. Deno out.